das sind Güter, bundesbahntechnisch gesehen. Aber diese Güter verladen sich selbst und sogar richtig, wie man sieht. Und auch während des Transports brauchen diese Brocken keine besondere Sicherung. Bei anderen Gütern ist das anders. 10.000 Güterzüge, über 1 Million Tonnen Ladungen aller Art und Größe. Und das Tag für Tag und Nacht für Nacht und bei jedem Wetter. Die Bahn ist ein unentbehrliches Bindeglied bei der Produktion. Verlängertes Fließband sozusagen. Und wichtiges Transportmittel bei der Verteilung der Waren. Mit vorher bekanntem Fahrplan. Eine Lok zieht mühelos mehrere tausend Tonnen. Über jede Entfernung. Umweltfreundlich, energiesparend, mit geringem Raumbedarf. Aber bei jeder Transportart gibt es systembedingte Beanspruchungen. Während der Fahrt auf der Strecke sind die Beanspruchungen beim Eisenbahntransport gering. Die Güter müssen allerdings gegen Kräfte in seitlicher Richtung gesichert werden, die beim Durchfahren von Gleisbögen. Die ablaufenden Wagen werden in den Richtungsgleisen durch Hemmschuhe sanft abgebremst. Die Länge des Bremsweges aber wird durch vielerlei Umstände bestimmt. Durch die Geschwindigkeit ebenso, wie durch die Wagengewichte und die Anzahl der Achsen. Und natürlich ist auch der jeweilige Schienenzustand von Bedeutung. Da kann man sich schon mal verschätzen, besonders bei Nacht. Und wenn sich der Hemmschuhleger mal irrt, dann... Solche Rangierstöße sind leider nicht immer vermeidbar. Welche Kräfte dabei auftreten können, wollen wir demonstrieren. Geschwindigkeit 11 Kilometer pro Stunde. Gewicht des Behälters 2000 Kilogramm. Bei rund 8000 Kilogramm bleibt der Schleppzeiger stehen. Längskraft gleich vierfaches Ladungsgewicht. Allerdings nur für eine 20. Sekunde, sagen unsere Versuchsingenieure. Keine Ahnung, würde der Fachmann dazu sagen. Also wirklich, so geht's nicht. Das sieht schon besser aus. Raumfüllend. Bundesbahntechnisch ausgedrückt, kompakte Verladeweise. Oder so, mit Köpfchen und System, sprich mit modernen Sicherungsmitteln. Glas. Selbst dieses empfindliche Gut lässt sich eisenbahngerecht verladen. Zum Beispiel kompakt. Palette neben Palette, dicht an dicht, beginnend an den Stirnwänden des Wagens. Das darf nicht sein. Ladelücken sind nämlich die häufigste Ursache für Transportschäden. Hier der Beweis. Zwei Paletten mit Bildröhren. Einmal richtig an der Stirnwand abgestellt und einmal mit Ladelücke. Auflaufgeschwindigkeit 11 Kilometer pro Stunde. Die Zeitlupe zeigt Ursache und Wirkung. Auch moderner. Luftkissen können auch unterschiedlich große Ladelücken perfekt schließen. Hochstapelei ist immer ein Risiko, auch bundesbahntechnisch gesehen. Wenn schon, dann schon richtig. So, ohne Lücke, damit eins das andere richtig abstützt, auf gleicher Höhe. Was schwerer ist, kommt nicht so schnell ins Rutschen, sagt man. Auflaufgeschwindigkeit 4 Kilometer pro Stunde. Na, haben Sie etwas entdeckt? Nochmal das Ganze, aber mit Tempo 11. Jetzt ist es deutlich. Beide rutschen gleich weit. Fazit: Der Rutschweg ist vom Gewicht der Ladung unabhängig. Seine Länge hängt nur von der Stärke des Stoßes und der Oberflächenbeschaffenheit ab. Ungesicherte Ladungen rutschen schon beim geringsten Anstoß. Deshalb richtige Sicherung auch bei schweren Gütern. Einzelsicherung mit Festlegehölzern.
Diese Zeitlupenaufnahme macht es besonders deutlich. Naja, Abfallholz sollte man dazu jedenfalls nicht verwenden, bundesbahntechnisch gesehen. Hier wird das richtige Holz verwendet. Rechtwinklig, mindestens 5 cm dick. Wirkt viel stabiler. Und trotzdem, der Grund, zu wenig Nägel. Faustregel 1. Gegen Längsverschub für je 75 Kilo Ladungsgewicht ein Nagel. Aber, das ist ja klar, jedes Holz muss erstmal mit wenigstens 2 Nägeln befestigt sein. Faustregel 2. Gegen Querverschub für je 750 Kilo ein Nagel. Und auch hier gilt, dass jedes Holz erstmal mit 2 Nägeln befestigt sein muss. Na bitte, dann hält's auch. Aber muten Sie den Nägeln nicht zu viel zu. Bei Einzelstücken über 1000 Kilogramm macht man es besser so. Mindestens 8 x 8 cm dicke Kanthölzer stützen die Maschine nach vorn und hinten gegen den Güterwagen ab. Und das Ankippen kann man auch verhindern. Maschinen mit kleiner Standfläche brauchen eine Stütze. Fachleute machen das so. Und das ist wichtig. Damit diese Güter nicht umkippen können, müssen sie verzurrt werden. Eine Möglichkeit: Bindungen aus geglühtem Stahldraht, 3 bis 5 mm dick. Man muss ihn aber wenigstens doppelt nehmen. Und richtig verdrillen. 2, 4 oder 6 Drähte für jede Bindung, je nach Gewicht der Ladung. So ganz ideal ist das aber noch nicht. Denn bei mehreren Rangierstößen dehnt sich der Draht. Das ist ein elastischer Gurt aus Polyestergewebe. Er lässt sich leichter anbringen als Draht. Rangierstöße können ihn nicht aus der Fassung bringen. Und man kann ihn wiederverwenden. Die Bahn transportiert alles. Natürlich auch schwere Frontlader. Verzurrösen im Wagenboden. Sie sind unentbehrlich, wenn man schwere Brocken wie diesen in Ketten legen muss. Schwere Einzelstücke in Kisten. Hier sieht man mal, was man sonst nicht sieht, nämlich welche Fehler da oft drin stecken. Bundesbahntechnisch gesehen. Es genügt nämlich nicht, nur die Kiste gegen Verschub zu sichern. Auch die Maschine in der Kiste braucht einen zuverlässigen Halt. So ist's richtig. Die Maschine muss auf den Grundbohnen der Kiste festgeschraubt sein. Deshalb muss nun aber noch nicht alles gleich in Kisten verpackt und festgeschraubt werden. Gleitende Verladeweise rät der Fachmann. Sie ist besonders für schwere und transportempfindliche Güter geeignet. Das Ladegut kommt in die Mitte des Güterwagens. Führungshölzer auf beiden Längsseiten, damit die Ladung nicht zur Seite ausbricht. Tja, und das war's schon. Weil ja alles, unabhängig vom Gewicht, gleich weit rutscht, kann gar nichts passieren. Weder bei Glas, noch bei feuerfesten Steinen. Auch unsere Maschine auf ihrem Gestell kann so verladen werden. Aber wer gleiten will, braucht Platz. Vorn und hinten mindestens 1,50 Meter. Es geht aber auch noch anders. Beide Kisten sind gleich schwer, haben den gleichen Schlitten, aber
verschiedenartigen Untergrund. Der rechte Schlitten steht auf einer reibungserhöhenden Zwischenlage. Ursache und Wirkung. Die rechte Kiste rutscht weniger weit. Also, wer keine 1,50 zur Verfügung hat, benutzt die Rutschbremse. Doch auch dann muss noch ein Meter Abstand nach beiden Seiten sein. Sicherheitshalber. Aber Vorsicht, wenn schwere Brocken gleiten. Denn dabei könnte sich das Gewicht unzulässig verlagern. Das bedeutet dann, ein zu viel an Gewicht auf der einen Achse und ein zu wenig auf der anderen. Die Ladung soll deshalb nicht mehr wiegen als 75% der zulässigen Lastgrenze. Dieser Güterwagen bringt seine Transportschutzeinrichtung gleich mit, fest eingebaut. Die Bedienung ist denkbar einfach. Auf die palettierten Stapel noch eine Palette extra. Zwischen die Stapel noch eine Trennplatte. Und dann Luft. Maximal 0,6 Atü. Auch wenn es nur 0,6 Atü Druck sind. Durch das Luftpolster ist die Ladung kompakt verladen und einwandfrei gesichert. Auch Glas und andere empfindliche Güter. Beweglichkeit in der Hüfte hat viele Vorteile. Natürlich auch bundesbahntechnisch. Stoßverzehrwagen, das Nonplusultra im Güterwagenangebot der DB. Die Zeitlupe macht das besonders deutlich. Würde man genauso auf einem normalen Wagen verladen, durch den Langhubstoßdämpfer ist die Beanspruchung der Ladung nur noch halb so groß. Dieser Wagen wurde speziell für den Transport von Großcontainern entwickelt. Er eignet sich aber auch für andere empfindliche Ladungen. Die Zukunft hat bei der Bahn schon begonnen. Eben weil die DB und ihre Experten diese Probleme längst kennen, wurden Techniken gesucht und gefunden, die den Transport auf der Schiene reibungsloser, schneller und vor allem von menschlichen Unzulänglichkeiten unabhängiger machen. Ein Stück dieser Zukunft arbeitet bereits. Die kybernetische Insel Hannover. Bundesbahntechnisch integrierte Transportsteuerung. Prozessrechner trennen und bilden Züge, operativ und dispositiv. Nach festgelegten Programmen und Daten. Klingt ziemlich kompliziert, ist aber einfach zu erklären. Computer stellen Weichen. Sie lenken die Wagen in die Richtungsgleise. Sie messen mit Radar die Geschwindigkeit. Sie bremsen die Wagen sanft ab. Dabei werden sogar Windrichtung und Geschwindigkeit berücksichtigt. Zu jedem Richtungsgleis gibt es solche Mitnehmer. Sie gehören zu Weiterführungseinrichtungen, die den Wagen das letzte Stückchen langsam und vorsichtig bewegen. Es gibt keine Rangierstöße.